Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal MyJugendMe. Ich habe neue Tutorials für euch und wir starten heute mit der Jahresuhr. Das Lied Die Jahresuhr von Rolf Zukowski kennen irgendwie alle Kinder und deswegen schauen wir uns das Lied einmal an. Als erstes brauchen wir einen G-Akkord. Hierfür legen wir Zeige- und Mittelfinger in den zweiten Bund der Ukulele. Der Zeigefinger liegt auf der dritten Saite, der Mittelfinger liegt unten auf der ersten Saite. Der Ringfinger kommt dazu in den dritten Bund der Ukulele auf die zweite Saite. Dann brauchen wir ein D. Für das D sollen wir die Saiten 2, 3, 4 im zweiten Bund der Ukulele spielen. Dann brauchen wir ein A. Für das A legen wir den Mittelfinger in den zweiten Bund der Ukulele oben auf die vierte Saite und der Zeigefinger kommt dazu in den ersten Bund der Ukulele auf die dritte Saite. Dann brauchen wir einmalig ein A7. Das ist von hier aus ganz einfach. Wir nehmen den Mittelfinger weg. Und wenn der Zeigefinger im ersten Mund der Ukulele auf der dritten Saite liegt, habt ihr ein A7. Das sind alle Akkorde, die wir für das Lied brauchen. Schauen wir uns die Akkordreihenfolge einmal an. Es geht los mit 4 Abschlägen D. Also 1, 2, 3, 4. 2 Abschläge G. Und zurück 2 Abschläge D. 2 Abschläge G. 2 Abschläge D, 2 Abschläge A, 2 Abschläge D. Das Ganze wiederholt sich, wieder 4 Abschläge D, 2 Abschläge G, 2 Abschläge D, 2 Abschläge G, 2 Abschläge D, 2 Abschläge A. 2 Abschläge D. Ich denke, man erkennt das Lied jetzt schon. Mit Text hätten wir Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still. Kommen wir zum nächsten Teil. Der Teil 2 beginnt mit 2 Abschlägen A, 2 Abschläge D. Für die Faulen unter euch, ihr könnt das D jetzt auch mit Ring und kleinem Finger spielen. Wieder 2 Abschläge A, wieder 2 Abschläge D, 2 Abschläge G, 2 Abschläge D und 4 Abschläge A. Das Ganze wiederholt sich. Wir haben A, D, A, D, zum G, zum D, zum A. Aber Achtung, hinten dran ein D. Mit Text hättet ihr Mai, Juni, Juli, August, weckt in uns alle die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August, weckt in uns allen die Lebenslust. Dann sind wir auch schon im Teil 3. Achtung, im Teil 3 haben wir jeden Akkord über 4 Abschläge. Wir haben 4 Abschläge A, 1, 2, 3, 4, zum D 4 Abschläge, 1, 2, 3, 4, zum A. 1, 2, 3, 4, zum D. 1, 2, 3, 4. Dann zum G. Zum D. Zum A. Und jetzt nur Mittelfinger weg zum A7. Und dann geht es von Anfang an wieder los. Das Schlagmuster würde ich ganz einfach halten. Also entweder ihr spielt wirklich nur die einzelnen Abschläge. Ich würde spielen tief, tief, hoch, tief.
tief hoch. Also 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und. Dann haben wir zwischen den einzelnen Abschlägen doch noch so ein bisschen mehr Musik. Also tief, tief hoch, tief, tief hoch, tief, tief hoch, tief, tief hoch. Schauen wir uns das Lied einmal an mit den Akkorden, dem Schlagmuster und dem Text. Ich werde als Intro 2 bis 4 Takte D vorausspielen. Das ist der erste Akkord unseres ersten Teils. Macht euch bitte keine Sorge über die Tonlage des Liedes. Die Kinder werden das automatisch eine Oktave höher singen, so wie es übrigens im Original auch ist. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns alle die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns alle die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Wie schon gesagt, die Kinder werden das Ganze eine Oktave höher transponieren. Wir gucken mal, wo das so wäre. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Also auch für euch, wenn ihr eine hohe Stimme haben solltet. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Lied, denn bald kommen ja die ganzen Kindergartenkinder zurück in die Kindergartengruppe. Auch etwas fortgeschrittene Ukulelenanfänger, Kinder können dieses Lied bestimmt spielen. Das einzige Schwierige daran ist eigentlich nur das G. Das A, D und das A7 geht den Kindern eigentlich ganz gut von der Hand. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Lied und ich habe natürlich wie immer noch rechts und links ein Video für euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.